also rein da jetzt. So, Zugang zur Zentrifuge. Ich nehme erstmal wieder meine andere Waffe. Ja, komm, mach doch auf. Lastenaufzug. Maximale Last 2599 Kilogramm. Keine Ahnung. Wieso? Wieso teleportieren wir uns von da nach da? Beziehungsweise von da nach da. Aha, jetzt sind wir zweimal unten angekommen. Alles klar. Oh, hier ist was kaputt. Nö, also. Hier möchte ich nicht sein. Hier sind die Dinger alle kaputt. Hallo. Was ist das hier? Ah. Ready to activate. Danger, danger. Kontrollraum. Zentrifuge. Dekontamination bevorstehend. Ah ja, dann werden wir also gleich dekontaminiert. Weil wir bestimmt noch Schleim von diesen Nekromorphen an uns haben. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Ja. Er konnte es scheinbar nicht, das heißt, wir müssen das jetzt tun. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Ja, da hinten gibt es keine Tür mehr. Sieht ja an sich gar nicht so schlecht aus. Machen wir uns aber erstmal das ganze Inventar voll. Benutzen wir doch mal einen Stasepack. Wieso ist mein Inventar eigentlich voll? Ich habe da hier offenweise... Ach, die sind gar nicht freigeschalten. Ah. Logisch. Hallo, das da unten möchte ich auch mitnehmen? Ja, sehr gut. Hatten wir jetzt eigentlich einen Energieknoten? Ich glaube. Rick. Luft, Trefferpunkte. Chinesemodul, Stasemodul, Ripperstrahlenkanone. Wenn wir die Strahlenkanonenkapazität nochmal ein bisschen. Und nehmen uns gleich. War das jetzt die 4 oder die 3? Die 3, okay. 7 Schüsse haben wir. So. Ach Gott, ja, ich drücke aus irgendeinem Grund immer Leertaste. Ich weiß nicht. Dekontamination. Dekontamination aktivieren. Dekontaminationssequenz aktiviert. Naja, das macht ja auch. Ja. Kommst du nicht rein? Ihr hässlichen. Oh, hey, 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 hier bleib. Yeah, die gehen ja ab. Friss meine Ripperklinge, du Unhold. Geht jetzt hier mal das Licht wieder an? Ach so. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, bitte, bitte, jetzt lass mich hier raus. Ist ja unglaublich. Das ist doch schon ohne diese Viecher extrem Horror da in dieser Dekontaminationszelle. Und die Viecher machen es nicht gerade besser. Mann, Mann, Mann. So, zur Zentrifuge, ja. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ja, du mich auch. Ah, ich gehe erstmal rechts. Don't go it alone. TM, ja. Hey. Oh, hier ist irgendwas durchgekommen. Und hat jemanden mitgenommen, so wie es aussieht. Zumindest
liegt er teilweise noch hier. Impulsprojektile kann ich nicht mitnehmen, aber den Halbleiter aus Gold auch nicht. Was kann ich denn dagegen tun? Brauche ich den Luftkanister wirklich? Beziehungsweise brauche ich wirklich so viele kleine Medipacks? Nehmen wir das mal weg und heben jetzt mal den Halbleiter auf. Das Medipack geht nicht mehr. Den Halbleiter kann man wenigstens verkaufen. Bringt wenigstens noch Geld ordentlich. Oh, ich glaube, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder nach außen, oder? Das sieht wieder so aus wie eine Luftschleuse. Jawohl, da liegt ein Luftkanister. Und eine Speicherstation. Kapitel 3 annehmen. Jawohl, ja. Zack. So. Ende der Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit, ja. Zack, super. Eintritt Schwerelosigkeit. Ah ja. Alles klar. Oh, das war jetzt nicht geplant. Wie kann ich jetzt nochmal springen? So, eigentlich doch, wusste ich doch. Hallo, 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 wo bist du? Hehe. Irgendwie macht das Ding nicht so ganz das, was es machen sollte. Oh, doch jetzt. Hey. Oh Mann. Ich dachte, das Ding geht gut. Eieieiei. So, da wollte ich aber eigentlich hin. Hier ist nämlich ein Terminal. Zentrifugenantrieb offline. Bitte ja, nehmen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann ich das hier zurück. Nee, kann ich nicht. Ich glaube, warum gibt es ja eigentlich O2? Ich habe doch kein Problem mit dem Sauerstoff, oder? Doch, kann ich anfassen. Na, dich will ich doch nicht. Geh weg. Was? Ran. Was hätten Sie starr sein, um Objekte zu verlangsamen? Wie war denn starr so, oder was? Stirb, du Ungetier. So, jetzt muss ich das gleich nochmal drüben machen, oder was? Ach, der dreht sich schon. Dreht er sich schon langsam? Ich weiß es nicht. Ich ziehe ihn einfach mal ran. Nein. Gut. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Jawoll, ja. Hey, das war doch gekonnt. So. Hat hier irgendjemand noch was zu melden? Nee, ne? Bleep. Wo muss ich hin? Egal. Hier sind erstmal Credits. So, jetzt kann ich das doch sehen. Darüber muss ich. Isaac. Ja, genau. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Wie? Warum Eintritt ins Vakuum? Wow, wow, wow. 62 Sekunden. Ach, deswegen. Cool. Vor allem haben die jetzt die Gravitation wiederhergestellt, die Eimer. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. So ein Schwarz-Weiß-Effekt würde das jetzt hier übelst dramatisch machen, glaube ich. So. Wow, ganz knapp. Füllen wir erstmal wieder Sauerstoff auf. Thank you.
des Vakuums. Yay! Machen wir es mal wieder bunt. Sieht cooler aus. So. Speichern. Meine Güte, das war aber... Puh. Ripperklingen. Jetzt kann ich das nicht nehmen, weil ich es noch habe. Da legen wir das mal kurz weg. Nehmen uns die... Oh, nicht das. Ripperklingen, laden nach. Können uns damit die Plasma-Energie nehmen. So. Was bist denn du? Was bist du? Was zum Teufel? Hallo, hallo, hallo? Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Riesenarm. Riesendurchsichtiger Arm. Riesenverschwindender Arm. Boah, kam der etwa hier raus? Ist ja eklig. Meine Güte. Isaac, Isaac, Isaac. Aber hier ist immer noch recht wenig Ton, fällt mir gerade auf. Also was so den Laufton angeht irgendwie. Er läuft halt nicht mehr, also, beziehungsweise macht er keine Geräusche mehr beim Laufen. Na gut. Sind wir halt doch stille Isaac heute mal. Aber er atmet auch noch so komisch. Ah, okay, jetzt machen wir wieder einen Ton. Sehr gut. Ich hab dich gesehen, komm zurück. Das macht den oft Schreckeffekt, weißt du? Rennt vor mir rum und denkt dann, hör, jetzt erschrecke ich ihn mal. Weißt du, wie ein kleines Kind. Der denkt, wenn er seine Augen zuhält und er niemanden sieht, sieht ihn auch niemand. Nee, nee. Isaac, hörst du mich? Ich bin's, Kendra. Hallo. Sie haben mich angegriffen. Ja, ich nicht. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebracht haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Alles klar. Aber mit ihm müssen wir nochmal reden. Warum kommt er immer wieder rauf? Auf diesen Stuhl. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal hier bin, sitzt halt nur der Torso. Naja, gut. Aber zuerst... Nein, nicht speichern. Erstmal in den Shop. Und zwar gucken wir mal ins Inventar und ich glaube, da werde ich den Halbleiter aus Gold los und ein paar kleine Medipacks. So. Und dafür können wir uns nicht das kaufen, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Na gut. Gibt keine Munition für diese Energiewaffe da, oder? Hier, die da. Strahlenkanone oder was das ist. Ich finde dieses Atomzeichen hier, das macht sehr viel Mut. Ach ja, hier Warning, Tod und hier Upside Down, Schwerkraft, Dingsbums. Eintritt, Vakuum. Psst. Ach so, cool. Hier ist so ein bisschen kaputt, alles kann das sein. Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt, Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt, Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay, gut. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich da lang. Oh, rums, explodiert irgendwie irgendwas. Ah. Ende der Schwerelosigkeit. Okay.
Gehen wir mal hier rein. Verschließen mal die Tür hinter uns, damit wir noch atmen können. So, sehr gut. Ende des Vakuums. Ende des Vakuums und ich dampfe gleich mal. Boah, es ist unglaublich laut. Maschinen sind so abartig laut. Das geht ja gar nicht. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt noch verstanden. Also ich habe mich selbst eigentlich nicht mehr reden gehört. Hallo? Ach du große Güte, was bist denn du? Bestimmt mal ein Mensch gewesen. Boah, das lebt alles. Stirb, du Widerling. Das gibt's ja nicht. Was haben wir hier? Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Elizabeth Turner. Nein. Aber Elizabeth muss hier von der Brücke, weil hier ist es nicht sicher. So, nehmen wir einfach mal den Aufzug. Ich will da hinten in die Tür nicht reingucken, aber hätte ich wahrscheinlich eigentlich mal müssen. Gammelt hier schon wieder irgendwo so ein Kerl rum? Vor allem, warum tropft das hier aus diesem Schacht raus? Aber da ist nichts. Also der Schacht ist nicht kaputt. Oh, da drüben sitzt einer. Da gucken wir dann doch mal rein. Ist das hier eine Knolle? Okay. Ach, ich kann hier gar nicht drauf rennen auf dem. Oh, diese kleinen Hände. Oder was auch immer das für Dinger sind. Na gut. Oh. Ups. Komm her, du kleiner Shitter, wo bist du? Da ist hier noch eine Tür mit Energieknoten. Ja, ey, komm, man kann die doch nicht leben lassen, also. Das ist doch der Tod besser als ein Leben als so ein Vieh. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Dinge benutzen. Jetzt erstmal ein kleines Medipack. Kleinen Luftkanister brauche ich nicht mehr. Stasepack. Oh, du kannst ja absolut nicht regeln, was du aufnimmst und was nicht. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Luftkanister aufgenommen. Ja. Hallo, ich will das da. Naja, okay. Nehmen wir das einfach mal so hin. Wir gucken mal, was uns hier außer Milliarden kleinen Gammelhänden, ja, ich sehe es auch gerade, noch erwartet. So ein Krüppelfred hier. Okay. Ach, denn sein Bein ist hier hängen geblieben, deswegen krüppelt er ein bisschen. Und eine Speicherstation. Da haken wir doch gleich mal den aktuellen Spielstand rein. Ja, annehmen. Nein! Jetzt habe ich da unten gespeichert. Also gleich nochmal hier. Eins. Eine Stunde eins. Okay. Speichern.